Hallo, liebe Leute, es geht weiter mit Lara Croft in The Guardian of Light. Ich habe mich derweil um das Rätsel hier gekümmert gehabt und hatte ein bisschen rumprobiert. Aha, ich brauche den ja immer gar nicht. Das war klar. Ich schieße zwar, aber es funktioniert natürlich nie am Anfang. Keine Ahnung, warum. Geht doch. Ja, und ich hatte da so eine Idee. Und zwar, dass ich die Stäbe in die Wände hau an die Seite, wenn die Platte hier jetzt steht. So dass ich dann darauf hüpf. Also hier die Stäbe hin, ne? Zacki, zacki und so. Und das alles bis da vorne hin. Allerdings. Nein, nein, nein. Oh, bin ich blöd. Das war jetzt echt blöd. Das war jetzt nicht irgendwie ruckeln oder sonst was. Einfach nur, weil ich so doof bin. Nur ist diese Idee jetzt irgendwie nicht so richtig mit den Stäben. Habe ich gemerkt. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie es richtig geht. Beziehungsweise ihr habt es ja gerade schon gesehen. Wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr gesehen, was ich so mir denke. Ich lege eine Bombe hin. So macht man das. Das weiß ich, weil ich bei jemand anderem geluschert habe. Das habe ich wohl getan. Irgend so ein amerikanischer Let's Player, der das spielt oder so, ich weiß es nicht. Guckt dann da immer so und denkt, ja, okay. So, zack. Und so macht man das, so einfach geht das. Und man macht sich hier echt den Kopf. Wie kann ich das mit dem Stäben? Wie komme ich da ran? Und das ist schon blöd. Und dann ist das letztendlich immer so einfach. Und dann denkt man, oh, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber naja, so bin ich halt. Ach, das ist ja jetzt schon frei. Supi, dann kann ich mir das endlich holen. Die Reliquien. Goldenes Messer von Itzli. Itzli, Itzli, Witzli. So, das ist es hier. Ja, Machtschuss, Machtbombe und so. Mhm, alles klar. Schön, jetzt haben wir es endlich geschafft. Dann geht's endlich weiter. Und ich nehme wieder die Pistolen. Springe hinüber und wandere noch mal ein bisschen. Wandere noch etwas weiter. Wanderst du bitte mal? Danke. Und gehe mal hier lang. Weil wir hier noch nicht waren. Das weiß ich auf jeden Fall. Tja. Selbst schuld. Ich sammle mal erstmal alles ein hier. Wenn wir schon so dabei sind. Ah, hier kann ich mich auch heilen. Sehr schön. Und ganz viele Punkte einsammeln. Da ist noch einer. Lalalala. Und bestimmt kommen jetzt hier sonst was für Viecher, wenn ich das hier nehme. Nee. Mega Einzelschussgewehr. Aha. Okay, dann packen wir das mal dahin. Statt dem hier. Das Mega-Ding ins Bummens. Okay. Gespeichert, das finde ich auch immer gut. Du musst den Kram nicht normal machen. Hier kann ich dann reingehen, okay. Sicherlich sind doch hier aber immer noch irgendwelche Sachen, die ich einsammeln soll. Und nur nicht sehe. Oder so. Kann ich zum Beispiel hier hoch? Nö, das schlägt total ab. Das geht schon mal nicht. Ich will immer nichts verpassen. Nicht, dass irgendwo irgendwelche Schädel sind und was weiß ich nicht was. Ah, gut, gehen wir mal rein. Okay. Och Mann. Es war so klar. Aha.
Ups. Lass dich mal beschießen. Komm mal her. Aha. Also, mir ist es ja egal, aber... Komm mal hierher. Bringt mir das irgendwas? Oder... Weil ich habe irgendwie... das Gefühl, es bringt gar nichts. Fallen die überhaupt auf ihn drauf? Das ist voll lahm. Oh, ihn hier liebe ich ja auch. Echt toll. Macht total Spaß. Echt toll. Die sprengen uns alle in die Luft. Ihr könnt nicht mal. Ach, er hat kein Schild mehr. Hallo? Hallo? Ich sehe mich nicht mal mehr. Ups. Ja, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Lalala. Ist mir total egal. Ich fand die Waffen irgendwie übrigens blöd. Ich fand dieses Einzelschuss-Dings-Bums finde ich irgendwie blöd. Flammenwerfer hatten wir auch schon lange nicht. Das Feder-Sturmgewehr. Ich mag das Sturmgewehr. Hallo. Hallo, beweg dich. Nein. Ich habe die Taste aktiviert. Nein. Oh, er trifft mich auch immer. Ah, komm her. Oh, ah, ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr sterben. Es nervt. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr.
denn die anderen? Wo bleiben die? Da sind sie schon. Kriege ich den Tod, den Großen? Ich rede gar nicht mehr. Es tut mir leid. Ich habe das Reden vergessen. Ich bin total konzentriert hier, weil ich einfach keine Lust habe, schon wieder zu sterben. Oh Mann, und es kommen auch immer so viele. Und die kriegen mich auch immer. Es ist sonst nie so. Ja, ist klar. Kriege ich ihn tot. Ey, ich bin schon wieder gestorben. So ein scheiß Drecken, scheiß Kack. Blöd. Ich mach das jetzt offline. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hab's endlich geschafft. Den Blödsinn hier, wo ich schon das Reden vergessen hab. Und ja, ich hab's nur mit dem Granatwerfer geschafft. Ja, also das musste dann irgendwann sein. Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr. Und damit hat's dann auch geschafft. Also damit haben die schnell ihren... Okay, da muss ich schnell hinhüpfen. Damit haben die schnell ihr Schild verloren. Die Riesendinger. Und damit ging es dann auch. Anders ging das ja. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Wie hohl war das? Also nicht, dass ich sie da jetzt bewusst hingesteuert habe, aber irgendwie ist sie einfach da runtergehopst. Und ich sehe da oben auch ein Upgrade noch. Wo ich oben aber, glaube ich, hin muss. Na gut. Ja, hoch! Kannst du mal... Hallo? Genau, hallo? Warum hält sie sich nicht fest? Hä? Also manchmal verwirrt mich das Spiel auch so steuerungsmäßig, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe. So ein Dreck. Das macht sie doch... Ja... Hallo? Ja, jetzt macht sie das gerade eben nicht. Mhm. Komme ich da irgendwie in die Ecke? Okay, aber ich kann hier so lang. Ist denn hier noch mehr? Nö, ich sollte nur da langlaufen. Und ich kann hier auch einfach langlaufen, ohne springen und so. Hm, schön. Wie komme ich aber hier auf die rechte Seite? Komme ich da auch irgendwie hin? Weil jetzt habe ich es mir ja hier verbaut. Hätte ich da noch rechts lang gekonnt? Ich gehe mal hier erstmal lang. Was jetzt? Achso, jetzt kann ich hier durch. Ich will da aber rechts lang. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ganz wieder weggelaufen. Komme ich nochmal zurück? Ja, schon. Aber wie komme ich hier denn wieder runter? Kann ich da nicht einfach so rüber? Ach, ich sterbe einfach. Genau, stirb einfach. Wo bist denn dann, wenn du wieder belebt wirst? An der falschen Stelle, ich verstehe. Also hier komme ich jetzt gar nicht mehr hin, oder was? Ich will aber darüber. Ach, geht doch. Ja, das finde ich gut. Mach mal hier nochmal den Hebel.
Lauf, 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 lauf. Ganz rüber. Kannst du... Genau, aber da möchte ich hin. Wie komme ich da denn hin? Also dahin springen, das schafft die nie. Also da komme ich nicht so lang. Oh, du sollst auf der Plattform landen. Oh, also dieser Part ist wirklich schlimm. Den darf ich eigentlich gar nicht hochladen, so scheiße ist der. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wer auch immer das hier jemals guckt. Es geht auch anders. Nicht so schlecht wie hier. Jetzt. Bitte. Du sollst doch nur da hoch. Verdammt. Das kann doch nicht so schwer sein. Also ich weiß nicht, wie ich auf die rechte Seite hier komme. Ihr seht es ja aber selber, da kann man irgendwie lang. Da muss ich gar nicht mehr hier lang. Wenn ich den Hebel aber nochmal so ziehe, kommt dann da vielleicht nochmal was raus. Als nur dieser Eingang hier. Dann hat sich hier noch irgendwas geöffnet oder nö? Sieht nicht so aus. Ich werfe die rechte Seite. Naja, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt hier trotzdem dann lang. Ist ja auch egal. Ich sehe überhaupt nichts. Total nervig. Wer beschießt mich da noch? Hallo, 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 ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hallo, hallo. Ist das Spiel jetzt stehen geblieben? Stürzt mir auch noch hier mein Lara Croft-Spiel irgendwie ab? Wer kommt denn da noch wieder? Oh, er wieder im Hintergrund. Er soll mal nicht nerven. So, das habe ich jetzt gedreht. Und dann... Oh, nee. Oh, nee. Ihr werdet alle sterben. Ich habe keine Munition mehr. Nein! Nein! Was soll ich machen? Nein! Wo kommen die denn jetzt noch her alle? Scheiße! Kommt mal hoch hier! Das war ein ordentlicher Wurf. Och man, das Spiel, das ist so gemein zu mir. Es ist alles so... Ich werde die ganze Zeit überall angegriffen und der ganze Part war so doof und ich habe so schlecht gekämpft und es ist so frustrierend, aber es macht trotzdem Spaß. Irgendwie macht es trotzdem Spaß. Also jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat und sich denkt, Lara Croft and the Guardian of Light und das kann man ja nur zusammenspielen. Nein, das kann man auch alleine spielen. So wie ich das mache. Und dann kann man sich ja alleine durch die Gegend schlagen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.